Leute, heute zeige ich euch, wie ihr schon mal an den neuen Minecraft-Launcher kommen könnt. Den könnt ihr euch hier von dieser Seite downloaden. Es scrollt einfach ein bisschen runter. Und dann seht ihr hier unten schon, dass man den sich hier downloaden kann. Einmal für Windows oder einmal für OS X. Für Linux gibt es den momentan noch nicht. Ich würde sagen, wir starten mal den Launcher mit einem Doppelklick. Vorab muss gesagt sein, dass wenn ihr diesen Launcher einmal ausführt, dann könnt ihr euren alten nicht mehr benutzen. Das bedeutet, ihr solltet euer Minecraft-Verzeichnis unbedingt mal backuppen. So, wir sehen jetzt hier den neuen Minecraft-Launcher. Ich maximiere den mal. Hier sehen wir alle News, wenn es zum Beispiel Bugfixes gab oder irgendwie neuen Snapshot-Release oder irgendwelche neuen Versionen oder so Zeug. Also einfach News. Hier unten können wir dann auf Play drücken, dann startet sich Minecraft. Hier können wir unser Profil auswählen. Die Profile, die kann man hier bei Launcher Options verwalten. Hier sieht man alle Profile. Man kann hier auswählen, ob man Snapshots will. Man kann hier auch ein neues Profil anlegen auf Add New. Und dann können wir dem einen Namen geben. Und ich nenne es zum Beispiel einfach mal Profil. Und dann können wir eine Version auswählen, die wir wollen. Zum Beispiel sagen wir mal Version 1.3.2. Dann können wir auswählen, in welcher Größe es gestaltet werden soll und ob das in einem anderen Verzeichnis liegen soll. Wenn ihr es auslasst, dann ist das halt im gleichen Verzeichnis, wo Minecraft liegt. Und dann können wir hier uns noch einen Server downloaden, das ist aber ein Vanilla-Server, kein Spike-Server. Wir können natürlich auch, wenn wir noch auf diesen Ofen hier klicken, ein anderes Icon auswählen, wie zum Beispiel die Kiste, und dann auch Save. Und dann haben wir hier ein neues Profil, wie ihr seht. Und dann können wir hier bei News, hier können wir dann unser Profil auswählen mit der 1.3.2. Und dann, wenn wir jetzt auf Play drücken würden, wird sich die 1.3.2 downloaden und Minecraft wird sich halt in der 1.3.2 starten. Ganz normal. Und wenn ihr es halt schon habt, dann downloadet sich das nicht mehr. Wir können hier noch bei den Settings Sachen einstellen, zum Beispiel, wenn wir Minecraft starten, ob dann der Launcher geschlossen werden soll, ob er versteckt werden soll, temporär, oder ob der Game Log uns angezeigt werden soll, also der Log von Minecraft. Hier können wir einstellen, ob wenn Minecraft crasht, automatisch die Logs an Mojang gesendet werden sollen. Und hier können wir einstellen, ob Mojang anonyme Daten von uns erhalten soll. Hier im Reiter Skins können wir unseren Skin ändern. Wir können hier einmal auswählen, was wir wollen, also Classic oder Slim. Und wir können ihn hier auch drehen, oder wenn wir hier drauf gehen, dann dreht er sich automatisch halt. Wir können hier unseren Skin zum Standard resetten. Hier können wir unseren Skin ändern, und zum Beispiel wenn wir hier auf Browse drücken, dann wählen wir hier einfach unseren Skin aus, dann klicken wir hier auf Save und schon haben wir diesen Skin hier. Und wenn wir jetzt auf News gehen und hier jetzt auf Play drücken, dann wird jetzt hier die Minecraft 1.3.2 gedownloadet. Ja, und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich immer über ein Like und Abo und ich sage, ciao Leute, haut rein.